Ist zu spät. Ja. Okay, Steffi, denk an die Runde, die wir gerade hatten. Die haben wir richtig toll gemacht, ja? Deswegen, das wird jetzt auch wieder so geil laufen hier. Okay? Ich hoffe, du hast recht. Nein, Steffi, warum bist du denn jetzt so negativ? Wir haben gerade eine Mega-Runde gerade gemacht. Ja, ich will nur Fokus und hier, wir kriegen das hin. Ja, ich bin jetzt richtig motiviert, wo du hier die Ansprache gehalten hast. Nein, ich bin auch Realist immer. Ich bin immer so, mal gucken. Oha, es geht auf die Titanic. Wir haben Rose heute am Start. Rose, sie ist es. Und wir wissen nicht genau, ob der Geist auf alleinige Personen antwortet oder auf eine Gruppe. Salz müssen wir wandern lassen. Geil. Team-Event, Geister-Event, Kruzifix. Ja, ist okay. Ist halt mit diesem Kruzifix. Aber guck mal, das ist einfacher, jetzt wo wir wissen, dass wir egal wo sein können, als wenn wir irgendwie eine Hand überleben müssen, weißt du? Ja, das auf jeden Fall. Das ist easy, das kriegen wir hin. Also, ja was heißt gut, easy? Aber auch nur, wenn wir die richtig legen, ne? Das weiß ja anscheinend das ist richtig. Nicht direkt. Aber die sind die Räume ja nicht so groß. Pass auf, Steffi, wo ist der Karsten? Der Karsten? Der Karsten. Wo befindet sich der Karsten? Der Stromkarsten? Ach, hinten in der Garage. Warte mal, das ist... Das ist die Garage da hinten. Kommen wir rein? Da in der Mitte. Ja. Ah ja, okay, ich erinnere mich an den Raum. So, das ist oben. Und das ist... Weiß ich nicht. Keller. Ja. Ja, Keller, genau. Wer geht wohin? Ja, du kannst den Kasten anmachen, wenn du willst. Ich kann ihn aber auch anmachen. Denk dran, wir haben keine Vorbereitungszeit, ne? Wir sollten aufpassen. Nee, dann gehe ich zum Kasten. Okay, dann gehe ich nach oben. Okay, was nehme ich denn... was hast du mitgenommen? Thermometer? Ja. Okay. Nehme ich nochmal EMF und Fotoapparat. Standardausrüstung für die erste Runde. Alles klar. Du schreibst gerade ein Handbuch nebenbei, oder was? Nein. Nein, das war eine Feststellung. Okay. Okay. Bist du bereit? Denk dran, keine Vorbereitungszeit. Wir sind nicht safe, ne? Also, ja. Wir waren noch nie safe. Und es schneit natürlich wieder. Dass ein gutes Omen ist. Okay, Steffi, komm jetzt. Jetzt müssen wir es reißen. Wenn wir die jetzt auch noch schaffen, beide, das wäre krass. Okay. Fokus. Sag und mir dann. Jetzt, guck mal, jetzt bin ich aber so ein bisschen, ne, dass ich denke, okay, jetzt will ich, obwohl man es nie weiß, will ich jetzt gar nicht so viel quasseln. Nein, machen wir auch nicht. Wir reden nicht. Okay. Wir reden nur, wenn wir müssen. Gut. Ja, okay. So Leute, jetzt müssen wir uns konzentrieren. Jetzt ist gefährlich. Strom ist an. Okay. Roger, ich habe hier einen Knochen im Badezimmer hinten durch. Boah, das ist so ekelhaft, ne? Vor allem hier sind keine Stränge drin, gar nichts. Machst du das mit der Tür? Wir werden so sterben. Wir werden sowas von drauf gehen, Alter. Aber egal, nein, wir werden nicht drauf gehen, wir sind krass. Wir sind absolut krass. So, wir haben die Seitenschränke, da ist die Tür auf. Boah, diese Pisser. Ey! Diese... Alter, das sind solche Assis, Mann. Die machen einfach Kartons da rein. Das ist kein neues Haus, nee. Achte auch auf die verfluchten Gegenstände, ne? Ja. Ausschlag! Mach Salbe drauf. Und ich hab, glaube ich, auch Minustemperaturen hier im Keller. Okay, dann lass uns... Hast du eine Kamera dabei? Ja. Stell die auf, wenn's geht. Achso, ja, warte, dann geh ich nochmal runter. Ich glaube, das waren Freeze-Temperaturen. Ja. Wo denn, hier oder was? Eindeutig. Hier ist ein Orb! Wir haben ein Orb, wir haben ein Orb. Wir haben auch Temperaturen, Alter. Die Kamera steht, let's go.
Sehr gut. Hat der Verschnurz irgendwas geworfen? Ja, irgendwas hat sich da unten bewegt. Ich weiß nicht, ob ja. Es muss ja da gewesen sein. Denk an Mimik. Ja, das passiert uns nicht nochmal, glaube ich. Okay. Oh, Junge, das steht wieder so scheiße. Direkt zwei Sachen einfach. Es ist alles zugesaut. Oh, schön. Okay, Revenant, Yurei, Handtuch, Onryo. Handtuch, Onryo. Onryo hat Geisterbox. Und Handtuch hat Fingerabdrücke. Handtuch. Danke, Chat. Ihr seid ja voll lieb, Alter. So. Guten Abend, Mimi. Okay, warte, ich muss mir gerade die Nase putzen. Ich war gerade nicht auf Empfangsstation, tut mir leid. Ich muss die Kamera auf jeden Fall noch ein bisschen nach vorne machen. Ja, ich habe auch die ganze Zeit so Nase kribbeln. Ich habe gerade gesagt, Handtuch hat Fingerabdrücke. Ja. Brauchen wir da noch? Wir hatten gefriert, du hattest Gefriertemperaturen, ne? Ja, ja. Ja gut, da haben wir das ja noch. Also ich stimmt, Orb haben wir halt auch noch. Aber da müssen wir halt... Müssen wir aufpassen, ne? Boah, Geisterbox. Wir brauchen eben. Geisterbox. Geisterbox. Fingerabdrücke. Antu, hast du gesagt? Fingerabdrücke, okay. Ja, Yurei braucht Dots. Den können wir gleich auch... Ja, lass uns den Dots bitte zuerst machen, weil dann können wir den Mimik ausschließen. Dann sind wir da erstmal safe. Revenant hat Geisterbuch. Wenn der darauf reagiert. Ja, war Revenant nicht derjenige, der schneller wird? Der kleine Drecksack? Ja, richtig. Geil. Verstecken sollte man sich da eher. Aber wo willst du dich da verstecken? Warte mal, du hattest hundertprozentig Gefriertemperaturen? Hast du, ja? Safe. Okay. Safe. Okay. Bei mir selber und bei dir habe ich es gesehen. Okay, alles klar. Ich hatte vorher Minzbonbon gegessen, deswegen kann das sein, dass ich vielleicht einfach so eine Eiswolke gesprüht habe. Gesprüht vor allen Dingen. Ja, mal, ich kann das sprühen. Da rum, hast nicht schon mal unter deiner Zunge so rausgespuckt? Unter meiner Zunge rausgespuckt? Hast du das noch nie gehabt, wenn du gegähnt hast, dass das so gespritzt hat? Nee. Ich fühl mich manchmal wie so ein Gecko, Junge. Manchmal passiert mir das, wenn ich gähnen muss, dann kommt da kurz der Schlauch, Alter, dann ist da kurz. Wie wäre, wenn man gehen so. Okay, das ist. Hä, ich kann doch nicht der Einzige sein. Es gibt Leute, die können das sogar, glaube ich, aktiv machen, Alter. Die können das einfach triggern. Ich sag ja, Kevin kann einfach squatten beim Gehen, ey. Was? Was kann ich? Squatten beim Gehen. Ist das ein Workout? Ja. So, Steffi, was machen wir denn jetzt hier? Du bringst mich ganz durcheinander, oh, komm jetzt. Ja, pass auf. Ich leg EMF weg, weil brauchen wir eh nicht. Wir brauchen, du hast Dots. Genau, wir brauchen Buch, wir brauchen aber auch... Oh, wir brauchen Kruzifixe. Steffi, wir brauchen Kruzifixe. So. Lass uns erstmal die Kruzifixe reinschreiben, bitte. Natürlich. Wir haben Scheiße. Priorität. Ja, komm hier, scheiß auf. Ich hab ein Kruzifix. Ja. Buch war auch noch, ne? Ja, aber lass uns erstmal. Kannst du das Kruzifix mitnehmen? Buch und Taschenlampe? Hab ich doch schon. Okay. Was sagt eigentlich so unsere Sanity? Okay. Alles gut, noch alles gut. Wir beeilen uns jetzt. Wir gehen ganz schnell runter, machen das ganz schnell, legen das hin, alles blabiblub, ja? Und dann gehen wir erstmal wieder hoch und checken. Okay. Weg, Weiche, Junge. Du dreckiger. Kleiner Hodenkobold. Irgendwo hat hier was gebumst, ne? Mach mal den hier. Die Sachen auf dem Boden. Steffi, leg das mal hier vorne hin, bitte. Gehen wir hier. Das ist ein sehr großer Raum. Ein Riesenraum, Alter. Komplett übertrieben. Schreibe bitte ins Buch. Steffi, warte, ich muss die Kamera erst...
Und die macht schon Dokumentation, ey. Okay. Lass uns checken. Sie raus. Ich muss raus! Junge, wie hier auf einmal alles voll mit Kisten liegt, Alter. Das wurde übrigens gesagt, Kevin, dass Sepp das wohl auch macht. Was? Der squirtet auch bei. Ja, aber ich mach das nicht automatisch. Also ich mach das nicht, weil ich das will, sondern weil es einfach passiert. Niemand macht das. Kann man das mit Absicht machen? Doch, es gibt Leute, ich schwöre dir, es gibt Leute, die können das mit Absicht machen. 100%, das habe ich schon gesehen. Okay, das ist ja kranke Scheiße, ey. Alles passiert, ja. Kann man nichts tun. So, läuft da jetzt jemand durchs Dots? Das wäre natürlich was richtig Tolles. Das Buch hast du hingelegt, ne? Ja, Buch habe ich hingelegt. Okay. Okay, aber es ist gut platziert eigentlich. Okay, und wenn's... Wenn da was durchs Dots läuft, dann ist es ja safe, kein Mimik. Genau. Aber sieht bisher gar nicht so aus. Wir wissen halt auch, das Ding ist, wir haben halt bisher nur Geräusche von hinten gehört, ne, aus dem Raum irgendwie da oder nicht. Ich bin mir unsicher. Du meinst links, wenn man reinkommt in den Keller links rum, oder was? Ja, oder halt da, wo ich das andere Kurzinfix hingelegt habe, weil da lag auch eine Dose auf dem Boden. Ich weiß nicht, ob die wird wahrscheinlich runtergeschoben worden sein. Ja, gut, aber das Ding ist, ich bin ja einmal rumgegangen, ich hatte ja direkt im Eingangsbereich sofort den Atem. Ich weiß halt nicht, ob der da im ganzen Kellerabteil ist. Ja, aber wir sehen ja auf jeden Fall den Orb. Ne? Ja, sehr deutlich. Oh, da! Oh. Hast du gesehen? Ja, ja. Siehst du, das war schon wieder da hinten. Aber es bewegt sich bisher noch gar nichts, ne? Aber Da hinten ist aber auch echt schwierig, irgendwie die Kamera zu platzieren, also weil die Regale da alle im Weg sind. Ja. Die Kamera zu platzieren und dann mit Dots. Ich meine, wir können die Kamera auch noch umstellen, das ist ja nicht. Was auch gut ist, wir sehen ja jetzt, dass der irgendwie Zeug anfasst und irgendwie doch auch aktiv ist. Vielleicht kann man da auch nochmal wegen Fingerabdrücke gucken, das hat ja irgendwie auch einer. Ja, stimmt. Ich nehme das mal mit, dann checken wir das mal. Und ich glaube, irgendein Geist, glaube ich, also es gibt einen Geist, wo man den, glaube ich, nur durch Dots laufen sehen kann, wenn man das über einen Monitor macht, so wie wir gerade. Aber andere machen das anscheinend auch nur, wenn du halt live vor Ort bist. Auch, also das heißt ja, erstmal das gar nichts. Ja, es gibt Geister, die können nur durch die Kamera und gesehen werden oder halt vor Ort. Okay. Okay, ich würde auf jeden Fall auf Fingerabdrücke checken. Ja, aber ich hab das Ding schon in der Hand. Uns fehlt noch ein Beweis. Ne? Wollen wir trotzdem uns noch eine Pille schmeißen? Ne, das Ding ist, uns fehlt nicht... Wir müssen ja sicher gehen, dass wir, solange wir den Mimik nicht ausschließen, dass wir keinen vierten bekommen, ne? Uns fehlt erstmal nur noch ein Beweis. Du hast ja... Ich meinte... halt, dass wir uns jetzt nochmal einfach eine Pille schmeißen, weil wir halt ja noch vielleicht zwei Beweise irgendwie... Steffi, ey, pass doch auf dich, ey. Willst du immer nur mit deinen Pillen? Ich brauch das. Jetzt gib's mir. Ich brauch das. Ich brauch das. Okay, wo ist denn... Hä? Wo ist denn... Ach, du hast schon... Okay, was soll ich denn dann noch mitnehmen? Na gut, du könntest halt selbst passieren. Kommt die Ghostbox noch in Frage bei dem Ding da? Warte mal, ich glaube bei einem. Warte mal. Die können wir natürlich auch schon mal mitnehmen vielleicht. Warte, Handtuch. Was ist vielleicht das Handtuch? Also wir räumen hier den ganzen Partyraum, räumen wir hier ein, damit der gleich da abfeiern kann, oder was? Ja, Onryo hatte Geisterbox. Ja, wenn du magst. Ich nehme mal die Box mit. Ja. Guten Abend, holla! Holla, die Waldfee! Okay, eine Sache kann ich immer noch mitnehmen. Ich kann auch noch eine mitnehmen. Vielleicht Fotoapparat vielleicht. Ich nehme Salz mit, Junge. Ich baller hier alles rein. Okay. Aber Mimik kann halt auch so Box sein, ne? Also wir können... Was halt immer noch sein kann, deswegen können wir den Mimik nicht ausschließen. Wir haben ja den Orb, der faked aber die Orbs. Ne? Deswegen... Das Dots wäre eigentlich ein Indiz gewesen, dass das halt nicht ist, aber das ist halt, sehen wir bisher nicht. Ja. Okay. Okay.
Komm, Steffi, lass es uns einfach jetzt herausfordern. Versuch das Salz irgendwie so zu platzieren, dass du es nicht nur in einer Ecke machst, sondern vielleicht so rechts und links irgendwie so um die Tür rum vielleicht. Also ich wollte es eigentlich schon hinten in den Raum reingehen und ein schönes Sandhäufchen machen. Einfach, ich wollte eine Sandburg bauen, eine Salzburg. Na dann. Eine Salzburg. Salzburg. Okay, ich glaube, ich fahre wieder. Bist du da? Wo bist du? Bist du hier? Sprich mit uns. Wie ist dein Name? Bist du da? Er ist durch Salz gewandert hier. Steffi, links. Versuch du mal bitte. Wo bist du? Der liebt mich! Das ist der Beweis! Aber das kann halt immer noch Mimik sein, ne? Es kann immer noch Mimik sein, Steffi, das ist das Problem. Ja, ich weiß. Was hat er gesagt? Away? Ich habe keine Ahnung, ich habe nicht drauf gehört, der hat ein bisschen gestunken. Irgendwie fand ich das ganz unangenehm. Aber hier, durch Salzwand haben wir schon mal geschafft. Away stimmt, genau, er hat wahrscheinlich Away gesagt, das kommt hin. Ja. Okay, das war jetzt Fingerabdrücke. Ja, ja. Aber Sanity hat uns jetzt nicht viel abgezogen, das war okay. Wie Fingerabdrücke, was für Fingerabdrücke? Quatsch, was hatten wir gerade? Die Ghostbox hatten wir. Entschuldigung, ja. Was war denn nochmal, Andre, was war das für einer? Auslöschen einer Flamme kann ein Onryo zum Angriff veranlassen, was? Oha, der ist einfach Glurak. Wenn er bedroht wird, jagt dieser Geist weniger gerne. Alter, schmacht dich fertig. Ja gut. Warte mal, was? Wenn er bedroht wird, jagt dieser Geist weniger gerne? Ja, also musst du sagen so, Alter, ich mach dich kaputt oder so. Ja, was heißt denn bedroht? Heißt das, wenn er dann nicht mit einem... Er stiehlt Seelen aus den Körpern sterbender Opfer, um sich zu rächen. Dieser Geist ist dafür bekannt, dass er jede Form von Feuer fürchtet und alles tun würde, um sich von ihm fernzuhalten. Oha! Vielleicht müssen wir mal Feuer machen da drin, Steffi. Vielleicht müssen wir mal einen Grill mit runternehmen. Aber was meint ihr denn mit das Auslöschen einer Flamme? Kann so, als würden wir die Flamme selber ausmachen. Nein. Oder wenn... Er mag kein Feuer, Steffi. Wenn wir da jetzt eine Kerze hinstellen und dann die anzünden, dann wird er die wahrscheinlich wegtreten oder so, keine Ahnung. Okay. Hey, wir sind noch kein Geister-Event? Naja, nicht wirklich. Ich glaube, das haben wir erst, wenn wir irgendwie so ein Hey haben oder sowas. Oder irgendwie so ein, keine Ahnung. Ein Hey? Aber was machen wir denn? Wir können es doch jetzt, also so lange, wie er da nicht durchläuft... Also ich denke, dass wir die Kruzifixe da in den Part hinten hinlegen müssen. Wobei er ist halt auf der anderen Seite auch in das Salz gelaufen. Also wir wissen halt noch nicht genau, wo der halt irgendwie spawnt. Ja, guck mal, ich habe doch auch vor der Tür, habe ich das doch hingelegt, gesagt, probier du. Und dann hast du es probiert. Du standest da ja quasi so in der Nähe vor der Tür. Nicht da um die Ecke. Und da hat er dir ja auch geantwortet. Ja, aber um die Ecke ist er in das Salz gelaufen, links. Ja, aber er antwortet dir ja nur, wenn du im näheren Umkreis bist. Ich kann mir vorstellen, in der Ecke wärst du schon zu weit weg. Ehrlich gesagt. Ja, aber dann müssten die Kruzifixe ja richtig sein. Ja, die liegen doch auch richtig, oder nicht? Vielleicht. Ja gut, vielleicht hat er bis jetzt einfach noch nicht gehandelt. Das kann natürlich sein. Vielleicht müssen wir ihn wirklich provozieren mit, weiß ich nicht, Kerze. Oder wir checken nochmal mit Fingerabdrücke, ob wir da mal noch was finden. Ich meine, was hätten wir denn noch als Beweismöglichkeit? Das Geisterbuch? Ja, Fingerabdrücke das liegt aber schon da, ne? Gefunden. Nee, Fingerabdrücke bisher nicht, nee. Ja, Buch habe ich, glaube ich, schon reingeballert. Okay, dann gucken wir mal, falls was drinsteht, dann haben wir den Mimik halt.
Okay, was soll ich denn noch mitnehmen? Soll ich jetzt eine Kerze mitnehmen? Ich habe aber Angst, wenn die Kerze. Also, das Feuer von der Kerze kann ja auch alleine ausgehen, ne? Das ist richtig. Dass er dann loslegt. Ich weiß es nicht, ob da so die Wahrscheinlichkeit ist ja nur höher, dass er dann jagt. Weil, also, wenn du da, wenn wir in den Raum reingehen und wir machen Feuer, dann hat er auf jeden Fall weniger Bock auf uns als jetzt. Ja, oder wir beschimpfen ihn halt arg. Oder so. Ja, wenn das dein Favorite ist, dann kannst du das natürlich auch machen. Ja, ich weiß nicht. Das wir beschimpfen ihn arg. Ja. Zum Beispiel. Ach so. Was weiß ich. Ja, jetzt kann ich nicht, wenn du das. Was soll ich denn jetzt noch mitnehmen? Weiß ich nicht, eine Kerze und Feuerzeug. Machen wir eine Kerze rein. Dann gucken wir mal, ja, was passiert einfach. Auf den Futterbrat. Aber wir haben noch kein Dingens gefunden, ne? Hier so optionales. Nee, hier dieses. Doch, einen Knochen habe ich. Verfluchter Objekt habe ich. Aber wir waren noch nicht hinten in die richtigen, in den Räumen da drin, ne? Die können ja überall sein. Ja. Es können Tarotkarten sein. Knochen hast du schon gefunden? Knochen habe ich gefunden, ja. Hast du ein Foto gemacht? Nee, ich hatte ja kein Fotoapparat dabei. Da können wir jetzt erstmal hingehen, wenn du willst. Dann haben wir erstmal was anderes zu tun. Ja, brauchen noch Kohle, ey. Komm, wir gehen mal das Foto mal. Wir werden jetzt aufgefressen, Leute. Ich sag's euch. Wir werden aufgefressen jetzt. Du bist schuld, du! Einfach Putenbrust. Hä? Nimm doch nicht. Nimm das einfach auf, ey. Du bist ja der Wahnsinn. Warum nicht? Wollen wir uns hier oben mal kurz umschauen wegen verfluchte Objekte? Okay. Ich hab sie gefunden. Was? Was hast du gefunden? Ich habe sie gefunden, die verfluchten eingelegten Gurken. Oh Junge. Es ist die Spieluhr. Ich hab die Spieluhr. Nee. Die Spieluhr. Was war das? Was war nochmal mit der? Ich weiß es nicht. Wenn du die anmachst, dann sind wir gebumst. Ja, gut. Hier gehen wir jetzt runter, oder was? Also. Ja. Lass mal. Wie kann man das mit der Spieluhr machen, Chat? Bitte? Wir müssen. Genau, wir haben wieder genau, wir müssen noch schauen, ob wir irgendwie einen anderen Beweis finden. Ja. Ich check das Buch jetzt nochmal ab. Hast du UV noch dabei eigentlich? Ja. Da können wir nochmal gucken. Ich habe alles eingepackt. Willst du die Kruzifixes nochmal umlegen? Aber wir wissen, vielleicht liegen die ja richtig. Noch hat er ja nicht gehuntet. Ja, das kann sein, dass er noch nicht gehuntet hat. Das stimmt tatsächlich. Das wird auch wegen unserer Sanity, ne? Die Spieluhr kann man hören, aber warte mal. Ganz kurz, warte kurz. Wenn wir die Spieluhr aktivieren und dann laufen, dann ist doch scheiße, oder nicht? Der wird uns doch dann einfach hinterher rushen. Ja. Weil ich gerade gefragt habe, wie das mit der Spieluhr funktioniert. Ja, wie funktioniert das denn? Also, als es das letzte Mal funktioniert haben, war das ja. Da hattest du die angemacht und dann kam er ja zu dir und dann warst du tot. Weil es stand ja auch irgendwie, man soll den nicht stören in seinem Gesumme oder so. Ja, also jemand schreibt gerade, wenn wir sie wegwerfen, dann hunten die sofort. Aber die haben doch schon, die hat doch beim letzten Mal schon gehuntet, als wir die Spieluhr angemacht haben. Nee, ich werde mir die wegwerfen. Kevin saß mit dieser Spieluhr in der Ecke in der Garage und er kam schnurstracks um die Ecke gelaufen. Stimmt, da hat er mich einfach abgebrochen. Der hat mich einfach durchgebrochen, als wäre ich so ein Mikado-Stäbchen. Geht's jetzt einfach? Ich dachte, wir gehen jetzt hier rein. So. Ich war noch nicht bereit. So, jetzt. Achso, sorry. Anmachen und auf den Boden stellen, nicht werfen, dann könnt ihr weglaufen. Okay. Das machen wir dann zum Schluss als Gute-Nacht-Geschenk.
Das ist so eklig, ne? Du bist ein Dude. Ich würde am liebsten jetzt, ganz ehrlich, würde ich in Stücke schneiden und einfach sagen, ey, ich esse alles von dir. Oh. Keine Hand, keine Hand. Mann, mein Pätzchen hat ausgelöst. Oh, ich hab mir kurz, mein Kackstift hat kurz geguckt, ob die Luft rein ist. Warte mal. Ich hab ausgelöst. Oh, wir haben aber alles geschafft. Wir haben alles geschafft. Steffi, optionale Ziele. Warte mal. Was? Ja, alles geschafft. Also optionale Ziele haben wir durch. Wir wissen halt nur noch nicht, ob Safe jetzt kein Mimik ist. Das ist halt das einzige Problem, was wir noch haben. Wann hatten wir denn das Geister-Event jetzt gerade auch? Nein, hast du nicht das Atmen? Die hat mich einmal angehaucht. Hast du nicht gehört? Ach so, doch. Ach, das, ja, das ist auch schon Event. Ach so, nee, das... Ja, doch, hatte ich auch. Aber ich wusste nicht, dass das auch eins ist. Okay. Wisst ihr, woran mich dieses Heulen erinnert? Ist an diese halt weinende die Frage, Kiste aus Sea of Thieves? Ob man es riskieren möchte. Oh, naja, warte mal, was blieb uns denn jetzt noch übrig? Also, wir können. Fingerabdrücke habe ich jetzt nichts gesehen. Im Buch stand auch nichts. So, was machen wir jetzt, um ein Mimik komplett weg, also ausschließen zu können, wenn jetzt nichts darauf reagiert? So, dann muss es ja, dann kann es ja eigentlich kein Mimik sein, oder? Allerdings sind wir halt auch auf Profi unterwegs und es könnte halt trotzdem ein Mimik sein, weil er sich zurückhält. Es ist so viel, mein Kopf! Genau, war das nicht auch auf Profi, dass der auch den Raum wechseln kann? Er kann in seltenen Fällen den Raum wechseln, ja, aber das hat er ja offensichtlich nicht gemacht. Erinnere dich an also den Sie? Scheiß hier beim Camp, wo der auf einmal von draußen kam und nicht aus dem Haus. Ja, aber das, ja, stimmt schon. Aber was sollen wir machen? Ich meine, es wurde uns gerade vorgeschlagen, dass wir vielleicht eine Hand starten und dann vorher alle Türen zumachen. Aber das ist halt auch sehr riskant, weil die Fingerabdrücke sind doch nur 60 Sekunden dann da zu sehen, oder nicht? Ja. Ja, bis wir uns versteckt haben und so, bis wir weggelaufen sind und dann wieder zurück. Ich weiß nicht, das ist doch mehr als 60 Sekunden. Man kann auch wild darum fotografieren, weil manchmal hat man ja Glück und fotografiert aus Versehen quasi. Ein Fingerabdruck? Fingerabdrücke. Aber ja, das hatte ich ja schon öfter mal. Nee, wenn du nur Fotoapparat hast, reicht das. Und ein Foto machst und da Fingerabdrücke draufsteht, habe ich ja schon mal gemacht, das wo ich mir nicht genau Foto sicher war. Von allen, nee. Und da hatte ich Glück gehabt, aber wir haben nur einen, ne? Nee. Ich nehme den jetzt einfach mit, aber es ist halt also er die Frage, also das ne? Ding ist, er bewegt ja oft Sachen, aber das sind halt meistens dann nur diese Dosen und so, da sind glaube ich keine Fingerabdrücke drauf, oder? Ja, die Tür hat sich gar nicht bewegt. Vielleicht auch, können wir ne? wirklich fragen, ob er klopfen kann oder sie. Ne, das kann sein. Klopfen geht auch. Du kannst fragen, ob die klopfen. Das habe ich noch nie gehört, dass sie klopfen. Ja, und... Hä, und was bringt einem das denn? Vielleicht haben wir dann irgendwie an der Tür einen Fingerabdruck, wenn der klopft. Oder wir machen Licht an und der macht das Licht wieder aus oder so. Vielleicht sowas. Was sagt denn unsere Sanity? Da sind keine Finger drauf, okay. Wer, also... Ja, Sanity ist halt komplett am Arsch, ne? Also, was heißt komplett am Arsch? Wir wollen ja keine Hand provozieren. Ich gönn mir jetzt noch, okay. Ist mir egal. Steffi, du hast echt ein Problem. Hä, du machst es mir doch nach. Ja, dann kannst du mal sehen, was du für einen Einfluss hast hier. Keine Vorbildfunktion. Ah, es tut mir leid. Okay. Ja, ich werde einfach... Also wir können natürlich die Spieluhr benutzen, dann haben wir auf jeden Fall Action, aber das ist halt sehr riskant, ne? Ich weiß nicht, wie wir dann... Ja, aber denk dran, wir haben danach, wollten wir noch eine große Map zum Abschluss machen. Ich weiß. Das ist schon krass genug. Also ich werde auf jeden Fall nicht hier die Map beenden, ohne dass wir die Spieluhr aktiviert haben, Steffi. Das kannst du nicht bringen, Alter. Jetzt haben sich alle auf das Lied gefreut. Toll, und dann stirbt einer von uns dafür. Nein, stirbt keiner. Wir stellen die Spieluhr hin und dann aktivieren wir die. Oder müssen wir die erst aktivieren und dann hinstellen, ne? Genau. Von mir aus kann ich auch alleine da reingehen, aber ich möchte das Date mit Rose haben, mit der Spieluhr. Da habe ich extra für alles geopfert, habe ich dafür, Steffi. Okay, ich komme gerne mit rein, du kannst sie aktivieren. Aber nicht jetzt. Also lass uns erstmal gucken, dass wir irgendwie keine Fingerabdrücke finden. Das Ding ist die Frage, wann hören wir auf, nach vierten Beweis zu suchen, weißt du? So, ich glaube, ich werde da jetzt noch irgendwie
wild in der Gegend im Raum fotografieren, in der Hoffnung, dass irgendwie was drauf ist so. Ja. Aber ja, wenn nicht, wenn du jetzt auch nicht nochmal mit der UV irgendwas siehst, dann würde ich sagen, drauf geschissen. Okay. Alter, das sind $10 Unterschied. Scheiß drauf. Ja, naja, ist Profi, ne? Das macht, glaube ich, schon einen größeren Unterschied. Achso, ja, stimmt. Ja, aber hä? Ja, wir kriegen mehr Geld wahrscheinlich, aber es wird doch trotzdem nur... Ich glaube nicht, dass wir einen Mimik hier haben. Ich weiß es nicht. Ich glaube das nicht. Aber andererseits, dann wäre der halt durchs Dotz gelaufen. Oder? Ja, muss ja nicht. Geh mal rein. Gut, es ist das Licht natürlich an, passiert nicht viel. Buch ist auch noch nichts drin. Ja, was jetzt? Sie ist gefreezed. Steffi, auf damit, Alter. Hab nichts fotografiert. Okay. Also im Buch steht nichts drin und wir haben keine Fingerabdrücke. Ich glaube, wir sollten drauf scheißen. Also ich meine, ich weiß es nicht. Drauf geschissen. Direkt. Warte. Willst du direkt zur Spieluhr oder was? Hol die Spieluhr. Ich aktiviere die noch nicht. Alles gut. Scheißen einfach drauf, Leute. Wie kann ich die denn nehmen? Und jetzt? Was mache ich denn jetzt, Chat? Ich brauche Anweisungen. Steffi, guck mal. Ich habe eine Spieluhr gefunden. Warum stehst denn du draußen? Ja, weil ich mir dachte, hä, ich warte doch nicht drin auf dich, während jeder anfängt zu handeln. Okay, was machen wir denn jetzt, Steffi? Wollen wir jetzt die Spieluhr hier abstellen und dann weglaufen? Ja, komm doch mal kurz raus, wir müssen uns besprechen. Was willst du denn besprechen? Ja, wir müssen einen Plan machen. Wo machen wir sie an? Wo legen wir sie ab? Wo verstecken wir uns dann? Naja, ich hatte jetzt gedacht, wir legen die an der Treppe ab und dann gehen wir ganz schnell nach oben rennen. Oder ist das ein blöder Plan? Aber wenn wir die Uhr anmachen, dann spawnen die trotzdem an ihrem, es sei denn, die kommen von woanders, ne? Dann ich glaube, die wird auf jeden Fall in ihren unten im Keller spawnen. Und dann kommt, also spawnt die da oder spawnt die direkt jetzt bei der Uhr? Nein, ne? nein, beim letzten Mal. Ist die, ist... Ja. Okay. Also sind wir der Rose schuldig, ja. Das musst du ehrlich sagen. Das ist so. Da können wir nichts tun. Ich hätte lieber... Ich hätte... Scheiß auf die Spiele, aber ich hätte lieber den Klunker von ihr. Rose, Rose! Ja, die liegt ja unten im Meer. Die kannst du vergessen. Ja, okay. Also hier vorne anmachen, ablegen. Also wirklich, du musst ablegen, ne? Und dann hoch, oder was? Also ich könnte die natürlich auch mega langweilig hier anmachen und dann einfach wieder nach draußen gehen. Ja... Alter! Aber das ist der ultimative Plan! Die kommt dann hierher, macht dann hier Party und die macht bestimmt dann hier ein paar Fingerabdrücke, wenn es so sein sollte. Aber ich hab halt kein... Ich hab halt nichts mehr, ne? Ja, was wollen wir machen? Okay, warte mal, die Info ist, Steffi, ganz wichtig. Wenn wir die Uhr anmachen und sie ganz normal platzieren, nicht wegwerfen, mit F, ne? Dann sollte eigentlich keine Hand passieren. Dann sollten wir sie vielleicht summen hören, die Rose. Oder singen oder irgendwas, vielleicht. Ja? Aber wenn wir sie fallen lassen oder wegschmeißen, also nicht platzieren, dann fängt die an zu handeln. Habe ich das jetzt so richtig verstanden? Also du darfst die nicht wegschmeißen und du darfst sie anscheinend ja auch nicht in den Händen behalten, weil das hast du ja, glaube ich, beim letzten wenn Mal gemacht. Wenn wir rennen, wir dürfen nicht rennen damit. Ich glaube, ich bin letztens mit der Spieluhr weggerannt. Das war das Problem. Nee, du saßt doch in der Ecke da. Du saßt in der Ecke und der kam angescheißert. Ja eben, guck mal, das ist das Komische. Ich saß in der Ecke und hatte die einfach in der Hand. Ich habe nichts gemacht.
Oder habe ich die dann hingeworfen? Ich weiß es gar nicht mehr, ob ich die fallen gelassen habe. Ich habe keine Ahnung, Alter. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube, wir haben halt gedacht, wenn man die in der Hand hat und das spielt und ihn halt nicht bei seinem Gesumse da stört, indem man irgendwie eben, wie gesagt, die wegwirft. Aber der ist halt direkt zu dir gekommen, dann warst du halt tot. So, ohne dass du gerannt bist. Ich glaube nicht, dass du sie weggeworfen hast. Das macht keinen Sinn. Es kommt trotzdem eine Hand, nur nicht instant. Irgendwann geht sie kaputt und dann wird gejagt. Okay. Steffi, was machen wir jetzt? Was ist jetzt der Plan? Lass mal was tun, irgendwas. Ich sag, tu doch auch mal was. Sag du doch auch mal was? Ja, wir können halt... Warte mal, was ist denn hier hinten? Ja, da hinten können wir da hinten in den Raum rein. Wir könnten die halt... Nee. Komm mal zurück. Ich glaube, das ist Quatsch, weil der geht halt so. Also ich laufe nicht mit der Uhr weg. Ich stell sie dann hier hin. Wir laufen dann weg. Ja, du machst sie an, dann legst du sie da ab vor die Treppe und wir verschwinden nach oben. Aber dürfen wir dann rennen? Nee. Wir dürfen nur laufen. Ja, aber selbst wenn wir laufen und sie uns dann nicht findet, ach, ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Das ist mir zu viel unsicheres Wissen hier. Der Geist läuft automatisch zur Spieluhr. Wenn er die berührt, handelt er. Berührt er sie nicht, solange sie spielt, handelt er auch nicht. Junge, das ist wieder Rätselraten, was? Alter. Hä? Ja, aber dann ist es doch Quatsch, die abzulegen. Doch, nein, das dürfen... Nein, wieso? Das ist doch... Ja, wenn er sie berührt, dann huntet der Geist. Dann darf man die ja nicht ablegen, weil da ist sie dann und da kann er sie dann angrabbeln oder was. Oh, Steffi, jetzt hast du meinen Kopf gesprengt. Die haben doch gerade gesagt, wenn der Geist die berührt, huntet er. Okay, weißt du, was wir machen, Steffi? Der Chat sagt uns jetzt einfach, was wir machen sollen. Wie wir das jetzt umsetzen. Und wenn wir sterben, sind die alle selber schuld. Oh, das wäre so sad. So, was machen wir jetzt, Chat? Was ist der Plan? Los. Ich bin immer noch für unseren Plan, das einfach vor der Treppe irgendwie abzulegen und dann... hoch zu marschieren. Okay, wir machen die an, legen das hin und dann gehen wir die Treppe hoch. Und ja, dann? Was passiert dann, wenn wir die Treppe... Halt. Wo verstecken wir uns denn da? Ja, in irgendeinem Raum halt. Ach so. Dann machen wir das. Chat, warte mal, ich muss... Ich hab sie nicht angemacht. Oh, das war nicht gut. Mach mal an das Ding jetzt, Junge. Ich mach gleich deinen Kopf an wie eine Glühbirne. Hallo? Ja. Was denn? Junge! Jetzt reicht's mir aber. Wirklich. Steffi, was hast du getan, ey? Ich hab gar nichts gemacht. Doch, ich hab's genau gesehen.
Hä, was habe ich denn gemacht? Weiß auch nicht. Ich glaube, Rose ist, dauert da zu lang hier. Was machen wir jetzt, Steffi? Junge, ich dachte wirklich, als du in meinen Raum gekommen bist, ich dachte, du wärst der Geist, ne? Ach so. Wusstest du, dass ich da sitze? Dass du da bist. Nein, ich wusste das nicht. Ich bin einfach panisch irgendwo weggelaufen. Ich dachte, jetzt kommt die mich holen, Alter. Die Drecksau. Okay. Das war jetzt gerade schon genug. Wir provozieren es jetzt mal, mit dieser scheiß fucking Spieluhr. Steffi, komm jetzt. Wie machen wir die Spieluhr an, Chat? Wie mache ich das an? Einfach mit Rechtsklick oder was? Oder mit was? Mit F? Und dann nochmal F zum Hinsetzen oder wie? Mit F. Wie Steffi. Mit F, Steffi. Ich mach sie mit F an. Und dann setzt er die dann automatisch hin? Wie, Rechtsklick oder nicht? Junge, ihr seid solche Alotris, ihr wisst nicht, was der eine oder was der andere sagt, ne? Das ist unnormal. Ihr seid die absoluten Profis, seid ihr. Hä, aber machst du nicht die Sachen immer... Also, ich weiß es nicht, ne? Es ist halt so. Rechtsklick oder so. An F hinstellen. Rechtsklick an F. Ich habe so Angst gehabt, als ich die Tür gerade geöffnet habe mit diesem scheiß Ding. Okay, Rechtsklick. Steffi, wir machen das jetzt. Komm jetzt. Wir gehen jetzt zur Treppe und dann machen wir Rechtsklick. Und dann gehen wir da hoch. Oh, scheiß auf eure Spieluhr, Leute. Ohne Witz, Alter. Interessiert mich nicht. Scheiß Melodie ist sowieso hässlich gewesen. Da will keiner zu tanzen. Scheiße. Lass uns jetzt nach Hause fahren. Scheiß sensationsgeiler Chat, Junge. Hat das denn hat das gestimmt mit Rechtsklick und dann F? Ja, das ist richtig. Aber es macht natürlich auch keinen Sinn, die Spieluhr über dem Geisterraum zu starten. Hä, warum nicht? Ja, weil der da natürlich dann in der Hand geht, der Geist. So, weißt du, so von dem Umfeld her. Das war wieder ein Blitzmoment von mir. Das war einfach der Genie-Moment des Todes. Wir standen ja genau über dem Keller. Wir standen genau quasi über dem Bereich, wo wir vorhin unten im Keller gestanden haben. Ja, weiß ich ja, aber der muss doch trotzdem erstmal die Treppe hochkommen. Ja, scheiß drauf, ich fahr jetzt, komm, wir gehen jetzt einfach auf den Geist. Nee, wir gehen da jetzt nicht nochmal rein. Ja, wenn das jetzt ein Geist ist, wenn das jetzt ein Mimik ist, Junge, dann den zerlege ich das Spiel. Dann bin ich sofort den Stream. Was soll man denn sonst noch machen? Also, nee, ist mir jetzt egal, auch so. Wenn das jetzt ein scheiß Mimik hast du eingeloggt? Ist, ist mir egal. Warte. Das ist kein Mimik, Leute. Ja, jetzt. Okay, let's go. Das ist kein Mimik. Wenn das ein Mimik ist, Junge, dann Gnade euch Gott. Alter. Okay.